würde sagen, steigen wir nochmal ein mit Impressionen. 2019 war es jetzt von der großen Beteiligung das letzte Mal. Kann sich noch gut erinnern, oder? Ja, war jetzt schon lässig. Und man, es war unser zweiter gemeinsamer als OK-Leitung. Und ja, war total mega. Wir freuen uns wieder drauf. Wir werden gerichtet, aber ja. Film ab. Genau, Film ab machen wir gleich. Ihr habt die Organisation gemeinsam aufgeteilt. Deine Hauptaufgaben sind? Ich kümmere mich vorwiegend um das ganze Teilnehmermanagement, also um die ganzen Anfragen, die Startplätze, also speziell alles, was intern, sage ich mal, ist. Das ist so mein Part. Er ist für die ganze Strecke und für alles zuständig. Also wir haben das so im Groben, wobei wir alles miteinander abstimmen. Also es gibt eigentlich nichts, was wir nicht gemeinsam entscheiden. Und jeder hat dann seinen Part, wo er dann weiterarbeitet. Software, Hardware. Das passt perfekt. Ja, 2019 war ein fantastischer Ötztaler Radmarathon und Impressionen davon schauen wir uns jetzt an. Man kann es sich nicht oft genug ansehen. Das war 2019. 2020 hat es auch einen Ötztaler Radmarathon gegeben, aber eben alles auf Social Media. Ja, Ötztaler Social Radmarathon, quasi hast du 238 Kilometer auf 3 Tage aufgeteilt in deiner Heimat fahren können. Strecke nach Waller war eigentlich der gute Zweck im Vordergrund. Da haben wir fast 17.000 spenden dürfen oder sammeln können. Haben wir eine sehr starke Community, das haben wir wieder unter Beweis gestellt. Und ja, hoffentlich war es eine einmalige Geschichte und wir können wieder normal Ötztaler aufhören. War man da schon in der Organisation drin, wenn man zurückdenkt, letztes Jahr um diese Zeit ist dann so schön langsam der Lockdown gekommen, aber da war man wahrscheinlich schon in den Vorbereitungen. Richtig, da war man noch voll in den Vorbereitungen drinnen. Es hat die erste Auslosung für die Startplätze stattgefunden. Ja, dann ist eben der Lockdown gekommen mit Mitte Februar. Mitte März, ja genau. Und dann haben wir geschaut, wie es weitergeht. Und Mitte April hat es uns dann leider getroffen, die Veranstaltung
abzusagen aufgrund der Auflagen, die beziehungsweise es war ein Veranstaltungsverbot bis zum 30. August und das hat uns genau natürlich auch getroffen. Somit haben wir geschaut, dass wir eben mit dem Social Marathon doch etwas für unsere Radlfahrer und auch für uns tun und haben somit der guten Sache gestellt. Ja, haben wir gestellt, viel Geld zusammengekommen. Überhaupt war der Social Radmarathon sehr eine coole Sache. Da aus der ganzen Welt hat man gepostet, Fotos geschickt, Videos gesendet. Selbst in Australien und überall waren wir unterwegs. Ja, von Australien bis Schottland und natürlich auch die Ötztaler waren fleißig, wie man gesehen hat. Es waren ja einige trotzdem auf der Ötztaler Strecke unterwegs, was uns sehr gefreut hat. Und wir haben mit den Ötztaler Pässe-Pass, da hast du die vier Pässe im Prinzip über den ganzen Sommer fahren können. Das war so eine Stempelpass-Aktion. Und ja, die wird es nächstes Jahr auf alle Fälle wiedergeben, weil es ist ja zum Trainieren, die Strecke ist ja sowieso da. Und zum Event hin schauen wir, dass wir es bestmöglich ja, machen dürfen. Wir werden ja gerichtet. Man wäre gerichtet. Ja, dort war es ja wirklich so, dass das Wetter ja nicht das Allerbeste war am Samstag. Da hat es ja ordentlich geregnet. Aber es haben sich eben einige Gruppen und Teilnehmer auf die Strecke gemacht. Die meisten sind durchgekommen aber. Ja, wir haben ja viele Hotels, die so Radsportwochen anbieten an dem Champions-Training, die war im Hotel Erhard, das war ja Wahnsinn, wie da, also selber gemacht, das Start nochmal, also der Enthusiasmus ist ja eigentlich sensationell, wie man quasi ohne Rennen die Strecke bei dem Wetter vor allem, sonst ist es ja eine wunderschöne Strecke, auf zwei Tage aufgeteilt zumindest, in einem Tag ist immer eine Action, aber also Respekt, wer das da quasi ohne Event durchgezogen hat. Ja. Es war halt ein Marathon ohne Kuchen backen. Von den vielen Ötztaler und Ötztalerinnen. Das ist richtig. Es war ein Marathon ohne Kuchenbacken. Ich glaube, die ganzen Vermieter, Vermieterinnen hätten sehr liebend gerne einen Kuchen gebacken, hätten wir halt den Ötztaler durchführen können. Ja, über die Geschichte und über die 40 Auflagen des Ötztaler Radmarathons reden wir in Kürze. Bei uns gibt es heute übrigens auch noch einen Bericht von Sophie dreht am Rad. Sie hat sich mit dem Team Felbermeier unterhalten. Das aber am Ende der Sendung. Zu Wort dreht sich alles um den Ötztaler Radmarathon und der Social Radmarathon 2020. Auch da haben wir das Gesamte in einem kurzen Clip zusammengefasst. Ötztaler Social Radmarathon 2020 findet Covid-bedingt statt, dem klassischen Ötztaler Radmarathon für jedermann statt. Den kann man in 3, 2 oder einem Tag absolvieren. Für die 3 Tage gibt es die Bronzemedaille, für die 2 Tage die Silber und ein Tag ist Gold, das ist dann Königsklasse. Und bin schon gespannt, wie viele da mitmachen. Ja. Lass es nicht viel regnen drüben, Abi. Wir sind natürlich Weicheier, wir haben das nicht ganz geschafft. Die Rahmenbedingungen unglaublich anspruchsvoll und wirklich eine heldenhafte Leistung. Das sind alle ganz, ganz große Champions, die hier bald kommen werden. Ja, der Champions-Reiter Matthias Notecker als Titelverteidiger und Streckenrekordhalter. Bin schon gespannt, was er zu berichten hat. Wir lassen uns das nicht nehmen, wir genießen es heute, wir machen unseren Spaß und los geht's. Wirklich super schön da, wenn die Sonne aufgeht. Das Wetter ist jetzt nicht mehr ganz so schön. Jetzt kommen wir halt schon geduscht ins Hotel, das passt da. Wenn wir ehrlich sind, da kommt schon so eine oder andere Trende oder mal eine Gänsehaut hoch. Das ist, die Strecke ist so mit Emotionen behaftet, das kannst du nicht ausschalten und das ist super schön. Der feierliche Teil, der findet im Google Karat statt. Da haben wir eine Buchpräsentation vorbereitet. Ein neuer Traum beginnt, das neue Buch von Ernst Lorenzi.
filmisch auf die Dokumentation zum 40 Schnitzel. Sind wir schon gespannt, was uns da erwartet. Ja, die Leute beim Ötztaler Social Radmarathon, die sind ja weltweit unterwegs. Die haben Teilnehmer von Schottland bis Brisbane, das freut uns sehr. And it's over and out from us. Ja, morgen, liebe Ötztaler. Good morning again, Sölden. Auf dem Reiker-Scheck ist es gestanden, 16.500 Euro. Also der Tag hat sich mehr als rentiert, da war auch viel Vorbereitung. Ja, bis man natürlich das ganze Anmeldesystem mit Datasport, das ist ja ein verlässlicher Partner wie jedes Jahr. Und die sind da super in die Bresche gesprungen. Ich war auch für sie neu, weil das ist im Prinzip ein bisschen Entwicklung. Aber miteinander haben wir das relativ rasch und, glaube ich, ganz gut hinbekommen, ja. Heike, ihr zwei seid stellvertretend für ein großes Team, natürlich viele freiwillige Helfer, auch viele, die mitarbeiten. Ihr habt ein äußerst eingespieltes Team. Ja, also Gott sei Dank können wir uns auf unser Team zählen, auf jeden Einzelnen. Jeder weiß, was er zu tun hat. Natürlich die ganzen freiwilligen Helfer, sei es die Hausrunner in Sölden im ganzen Ötztal, auf die sind wir natürlich angewiesen. Und die machen halt einfach die Stimmung, die machen eigentlich das Ganze so besonders. Mhm. Ohne die war der Ötztaler nie der Ötztaler Radmarathon. Also das muss man echt klipp und klar sagen. Also Stimmung ist immer super, also auch unter den allen, die da mithelfen. Ja, ist schon sensationell. Du merkst, das ganze Dorf ist irgendwie elektrisch, oder für die ganze Woche vor Vorbereitung weg eigentlich. Ich kenne sie als Sohn von der Papa Schmick, von der war ich als Sohn dabei, dann als Ehemann, als Teilnehmer, als Helfer, aber ist jetzt ja, oder jetzt als Lokalleiter, ist jetzt ja spannend. Und wenn einmal die 4000 Leute in Bewegung kämen, dann ist ja Gänsehautmoment. Und wenn der erste ins Ziel kommt, der letzte ins Ziel kommt, ist eigentlich der ganze Tag spektakulär. Und wenn du das also verfolgst, ist halt deine Favoriten auf Datasport. Und jeder hat so seine Lieblinge, die er halt den ganzen Tag verfolgt und da live dabei ist. Und seit zwei Jahren haben wir es ja relativ oder sehr, sehr professionell mit euch miteinander die 12 Stunden live. Und das war schon eine coole Sache, ja. Du warst ja, bevor du die Organisation übernommen hast, auch Wasserträger deiner Frau. Sozusagen, ja. Wie oft hat sie gefinisht? Sie viermal. Ich bin leider dreimal gefahren. Ja. Nein, sie fünfmal, ich viermal. Entschuldigung. Unglaublich, eben. Wasserträger. Ja. Heike, du selber, bist du den Ötztaler einmal quasi im Bewerb gefahren? Nein, im Bewerb nicht. Aha. Also das kommt für mich wahrscheinlich auch gar nicht in Frage. Ich fahre gerne Rennradl, aber das mache ich für mich persönlich. An diesem Tag, glaube ich, hatte ich viel zu viele andere Sachen im Kopf, um mich dort konzentrieren zu können, am Rennen teilzunehmen. Da muss man wirklich voll bei der Sache sein und nicht organisatorische Sachen im Kopf haben. Also das wird für mich nicht in Frage kommen. Kommt nicht in Frage. Nein. Was war oder ist für dich immer der schönste Moment? Wenn der Letzte gesund im Ziel ist, dann das ist der schönste Moment eigentlich vom ganzen Tag, weil da wissen wir dann einfach, okay, wir haben sie alle 4000 wieder bei uns in Sölden, heil, so gut es geht, und dann ist der Tag eigentlich erfolgreich und für uns, da sind wir dann recht glücklich. Ja, stellvertretend für das OK-Team des Ötztaler Radmarathons sind heute Dominik Kuhn zum einen bei uns und Heike Klotz, sie sind die beiden OK-Leiter. Dominik, jetzt warten wir noch ein bisschen mit der Gegenwart. Die Frage natürlich, viele Radmarathons warten auf einen Startschuss. Viele Veranstalter wären froh, wenn sich irgendwas bewegen würde. Die momentane Situation lässt, wenn man es professionell umsetzt, nicht viel zu. Also man kann einfach gar nichts machen. Sag du noch einmal aus deiner Situation. Das ist extrem schwierig. So lange kannst du die rechtlichen Rahmenbedingungen empfehlen, kannst du eigentlich kein Konzept erarbeiten. Es gibt ein paar Überlegungen in alle Richtungen, aber konkret ist da noch gar nichts. Und momentan ist es nicht einmal möglich, dass 10 Kinder miteinander am Nachmittag am Fußballplatz gehen. Und wenn einmal der Breitensport, das sind einmal die unterste Ebene, solange die nicht funktioniert, dann sind Events mit 4000 Leuten sicher noch eher weit weg und hoffentlich bewegt sich da mal was, dass wir zumindest Spielregeln bekommen. Und da müssen wir eh damit leben oder unsere Konzepte anpassen oder eben, ja, schauen wir mal, was da kommt. Aber es wäre so langsam an der Zeit. Ich verstehe die Behörden momentan mit Impfen und Quarantänen und Grenzen und bla 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 genug zu tun. Aber wäre sicher nett, wenn es einmal ein Spitzensport ist eh geregelt, aber zumindest der Breitensport gehört sicher auch geregelt, ja.
Jetzt punktet der Ötztaler und wie er quasi weltbekannt ist mit den Pässen, mit den Höhenmetern, mit den Kilometern und mit den 4000 Teilnehmern, die mit dabei sind. Was zum Beispiel, wenn man sagt, okay, es dürfen nur 1000 starten? Man teilnehmer ist der heikle Lauf in den Kontakt, aber mit 1000, glaube ich, macht es einfach keinen Sinn, weil ich muss mir vorstellen, die 4000, die jetzt angemeldet sind, die sind ja seit letztem Jahr im März seit der Verlosung in der Verlosung drinnen. Und wenn du nach eineinhalb, zwei Jahren die Message bekommst, jetzt darfst du doch nicht fahren, die 3000 Absagen, die möchte man nicht versenden. Und da spielen der wirtschaftliche Faktor mit 3000 Starter weniger. Ich meine, die Rechnung kann sich jeder selber machen. Aber jetzt ist man quasi bis 2020 Anfang, bis zur ersten Verlosung, ständig in Kontakt gewesen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Hast du jetzt viel Kontakt? Schreib mal viel. Wie ist das? Die sind ja auch schon über ein Jahr lang keinen Radmarathon oder irgendwas gefahren. Ja, schon. Also sie schreiben schon. Sie möchten natürlich auch wissen, wie wir dazu stehen, beziehungsweise ob wir schon irgendeine Idee haben, wie das weitergehen könnte. Wir müssen sie alle vertrösten, weil wir eben einfach gar nicht wissen, wie die rechtlichen Gegebenheiten sein werden, wie wir das Ganze durchorganisieren, durchveranstalten können mit diesen Auflagen, die vielleicht dann irgendwann aufgestellt werden. Die Teilnehmer, aber sie sind alle noch sehr motiviert und sehr euphorisch und hoffen gleich wie wir, dass wir heuer den Ötztaler Radmarathon ordnungsgemäß durchführen können. Ja. Das hoffen wir alle. Ja. Ötztaler Radmarathon goes Ruby. Was ist das? Erklär du ganz genau. Man kann jetzt schon im Einsatz sein und dann gibt es ja auch ein dementsprechendes Rennen. Ja, wir haben den Ötztaler Radmarathon ins Wohnzimmer geliefert, aber da ist mehr die Heike-Bauer betreut das Projekt, da kann sie sicher mehr dazu sagen. Ja. Dann switchen wir schon gleich wieder. Ja. Für das, dass du wenig reden wolltest, hast du schon den Hauptanteil jetzt übernommen. Nein, Ruby kennt man natürlich, aber erklär. Ruby kennt man, das ist eine digitale Rennradplattform, wo sich Teilnehmer oder Rennradfahrer aus der ganzen Welt gegeneinander messen können. Es gibt mittlerweile über 4000 abgefilmte Strecken und eben letztes Jahr sind wir mit Ruby eine Kooperation eingegangen. Das heißt, wir haben die vier Alpenpässe, unsere vier Alpenpässe vom Ötztaler Radmarathon abgefilmt und die sind jetzt seit 8. Februar, gibt es eine Challenge, die läuft 3 Wochen lang bis zum 28. Februar. Da kann man sich gegenseitig matchen auf dieser Challenge. Alle vier Alpenpässe sind dort befahrbar. Und zwar Kühtai zum einen, da beginnen wir, dann sind wir angelangt, wenn man über den Brenner kommt, dann hinunter, dann geht es hinauf zum Jaufenpass, unter anderem Timmelsjoch auch noch. Wir haben einen kleinen Trailer vorbereitet von Ruby und dann reden wir über das, dass man sich dann wettkampfmäßig ordentlich messen kann. Ja, auf diesen Plattformen spielt sie es ordentlich ab. Vieles hat sich dorthin verlagert. Jetzt gibt es Anfang März was Besonderes? Ja, am 6. März haben wir das Ötztaler Radmarathon-Rennen auf Ruby sozusagen. Um 16 Uhr startet es und da kann jeder Ruby-Teilnehmer sich anmelden und dort einen der Alpenpässe fahren. Wir haben momentan eine Abstimmung am Laufen. Also die ganze ORM-Community kann bis Ende Februar online auf unserer Webseite abstimmen, welcher der vier Pässe am Rennen, also am Renntag, am 6. März zu fahren ist. Also das startet dann am Nachmittag und dann geht's los und jeder fährt gegen ihn. Ja? Ja. Martin, hast du gerade schon an der Walz oder wie schaut's aus bei dir? Momentan bin ich leider habe noch nicht so viele Kilometer. Ja. Ich wollte schon da ordentlich, aber du wirst mitfahren, oder? Ja, sicher. Es geht ja nur bergauf, also.
Wir blicken nach vorne und geht schon. Erklär mir jetzt, ich bin ein Laie, da wird gestartet und genau. Da wollen wir ordentlich reintreten in die Walze, weil Höhenmeter, da brennt schon gleich am Anfang. Ganz genau. Das wird wahrscheinlich, wie wir vermuten, das Dimmelsjoch werden. Die Votings sind momentan prozentual am Dimmelsjoch noch, aber es geht ja noch bis 28. Februar. Schauen wir, welcher Pass es wird. Ja, wobei ein kleiner bisschen Camping ist eh fast eben hier vorne. Also eine Ehrenrunde durchs Dorf also, und dann Ellbogen raus. Und ja, könnte man schon machen. Also jetzt, wenn ich mir so überlege, wenn Sie so das Ganze so erklärt. Ah, wie viele werden da mitfahren? Schätzt du? Keine Ahnung. Das ist für uns genauso Neufeld. Ja. Und seien wir gespannt, jeder will kommen. Und es gibt auch Preise zu gewinnen, aber die sind bei der Challenge dabei. Da gewinnen wir natürlich mit Gewinnspielen. Wir haben jetzt super Partner an Bord, die uns jährlich unterstützen. Die sind da auch wieder dabei. Ja. Mit Trek, Garmin, Bauerpaar und Tirolwerbung. Und ja, jetzt momentan bei der Challenge haben wir recht einen guten Zwischenstand. Mhm. Es sind auch einige dabei, die sind ja nur die Aufstiege von den Besten. Also Abfahrten sind logisch keiner dabei, das macht es nicht wirklich Spaß. Aber es gibt einige, die 4 Pässe in einem Tag zu Hause im Wohnzimmer absolvieren. Also Respekt, 5000 Höhenmeter im Wohnzimmer muss ich ja schon mal machen. Das wird Matthias Notdecker sein Vormittagsprogramm sein. Ja, kann sich anmelden, wo kriegt man alle Informationen? Also die kriegt man direkt auf ruvi.com. Dort kann man sich anmelden. Es gibt auch 14 Tage einen kostenlosen Zugang. Also 14 Tage kann man da kostenlos teilnehmen. Und auch auf unserer Webseite findet man alle Informationen. Dort gibt es alles über Ruby. Im März ist es soweit, da gibt es dann einen Pass rennmäßig zu absolvieren. Momentan kann man das alles anmelden und ausprobieren. Alle Informationen auf der Ötztaler Radmarathon-Seite. Wir reden in Kürze über das neue Buch von Ernst Lorenzi, Ich habe einen neuen Traum und etliches mehr. Und unter anderem reden wir heute noch über das Team Felbermayr. Aber das macht für uns Sophie Hochhauser. Das alles nach der Werbung. Gleich geht's weiter. Ein neuer Traum beginnt. So heißt es richtig. Ich habe vorhin geträumt und gesagt, wir haben einen Traum. Ja. Ein neuer Traum beginnt. Ein Buch von Ernst Lorenzi, da zwei Bücher mittlerweile. Ja, da unten ist es. Rabmarathon, ja genau. Quasi das Alter und Anführungszeichen geht bis 2004 und das Neue schließt die Lücke von 2004 bis 2020. Da ist eigentlich ganz, ja, die Strecke sehr gut analysiert, Trainingspläne und Background-Geschichten, also ein bisschen behind the scenes. Und der Ernst, unser beider Vorgänger, Mastermind vom Ötztaler Radmarathon, der hat ihn eigentlich richtig groß gemacht. Der ist bestens vernetzt und hat sicher einige spannende Geschichten zu erzählen. Ja. Es gibt noch Bücher. Wo kann man die bestellen? Direkt beim Ernst unter lorenzi@soelden.at. Da gibt es also das Buch oder kann man es... Beide noch eigentlich.
erwerben. Es hat ja zum anlässlich der 40. Auflage quasi, auch wenn es im Social abgegangen ist, einen Festabend gegeben. Und dort hat man unter anderem einen Film präsentiert. Ja, das war doch quasi der Ötztaler Abend. Und da haben wir quasi, ja, die vier OK-Leiter und mit, war ein recht stimmungsvoller Abend. Und in der Mitte, quasi kurz vor der wieder Lockdown, hatten wir noch kurz die Möglichkeit, das gemeinsam zu veranstalten. Es war ein sehr netter Raum. Und den Ernst haben wir, glaube ich, würdig quasi in die Pension geschickt. Der Pension beim Ernst wird es nicht geben, der ist schon untriebig, das selber gesehen, in der Rodelbahn, fast in der Ideallinie drin. Er ist in der Kurve gehängt. Ja, eben. Nein, aber das, glaube ich, hat er sich sehr gefreut. Wir haben ein bisschen hochleben lassen und genauso mit Helle Meier und Peter Knauseder. Und ja, war ein bisschen netter Rückblick. Und die Doku, die da erstmals präsentiert wurde, die war dann ja in diversen Medien zu sehen. Wir überlegen uns was, das kommt dann demnächst auf YouTube. Da halten wir unsere Teilnehmer und unsere Fans quasi am Laufenden, wie wir die am besten rausbringen. Und ist sicher sehenswert von 1982 bis heute, 2019 quasi. Ja, tolle Geschichte. Nachfolger machen immer neue Sachen, neue Ideen lässt man da einfließen, aber man kann quasi auch von den Vorgängern etliches mitnehmen. Ja, natürlich. Also wir haben uns da relativ viel, also wir sind ja auf qualitativ hohem Standard, den hat der Ernst Lorenzi schon Schritt für Schritt immer sehr hoch gehalten. Das ist natürlich auch unser Ziel, diese Qualität weiterzuführen und halt immer wieder ein bisschen Neues dazu einfließen zu lassen. Also wir haben uns eigentlich sehr viel mitgenommen aus der Zeit. Aber das ist eher Evolution wie Revolution. Man im Prolog und die Pacemaker, also kleine Anpassungen oder wie die Live-Übertragung zum Beispiel, ist auch noch eine der Neuerungen, um quasi für uns zu waren. Und da gibt es immer ein bisschen Weiterentwicklung. Stehen bleiben wollen wir nicht, aber sonst haben wir, glaube ich, ganz gut beraten, wenn wir den Ötztaler so belassen, wie er ist. Weil der, wie gesagt, das ist ja ein Klassiker und der hat sich ja so etabliert, wie er ist. Und wie gesagt, wir will mit der Zeit gehen, aber neu erfinden braucht man sicher nicht. Nein. Ist eine Besonderheit der Ötztaler, das ist so quasi die Krönung dann fast am Ende der Saison. Die Qualität überhaupt der Radmarathon-Veranstaltungen hat sich ja sehr gesteigert. Auch Tirol ist natürlich hier das Bundesland mit den größten Möglichkeiten, auch aufgrund der Berge und Pässe, die es gibt. Aber allgemein schon sehr im Boom ausgebrochen. Ja, auf alle Fälle. Der Radsport ist nach wie vor im Trend. Und auch die Radmarathons, man muss jetzt schauen, der Arlberg ist jetzt mit 10 Jahren recht gut etabliert. Drei Länderschier gibt es jetzt 20 Jahre. Über drei Länder, die Schweiz und Südtirol helfen uns da aus. Bei uns ist Südtirol dabei, beim Arlberg ist Vorarlberg dabei, beim Tannheim ist Deutschland vorbei. Da sieht man nicht, der Rennradsport ist eigentlich grenzverbindend, weil es gibt eigentlich die meisten Radmarathons im Westen Tirols, fahren über irgendeine Grenze und verbinden eigentlich Regionen. Und das macht schon sehr speziell, auf alle Fälle. Ja, wir haben im vergangenen Jahr gedacht, ja, wenn jetzt Corona ist, wir können nicht untätig bleiben und haben das Format Österreich dreht am Rad ins Leben gerufen. Letztes Jahr war es sehr erfolgreich. Auch in diesem Jahr wird es in einer etwas anderen Form weitergeführt. Wir waren aber da unter anderem auch bei unserer Hart und Härter Challenge im Ötztal. Und da sind wir letztendlich ganz oben im Zielstadion, wo immer der Weltcup-Auftakt der Skifahrer stattfindet, am Rettenbach ferner eingetroffen. Und das war ein richtig cooler Tag. Wunderschönen Nachmittag zum vorletzten Tag von Österreich dreht am Rad. Wir sind fast auf 3000 und da ist die Luft auch sehr dünn. Also da muss man mit der Energie schon ein bisschen umgehen. Auch wenn es hart ist, aber wenigstens einen schönen Ausblick hat man oder Anblick.
war lässig heute. Von Innsbruck gestartet, dann da Deutscher Straße habe ich mich hochgekämpft, aber man, ich habe ja keinen Zeitdruck gehabt. Ja. Aber war ein super Event und im Wetter mal Glück gehabt, das war eigentlich super. Das Wetter war einmalig. Ricardo Zell hat dort gewonnen, diese Hart- und Härte-Challenge, und den werden wir in etwa 10 Minuten auch noch hier bei uns sehen. Du bist mit der Laura Sticker unter anderem hinaufgefahren. Das Wetter war dort wirklich vom Allerfeinsten. Ja, Hart- und Härte-Challenge. Ja. Ich meine, ich war ein bisschen außer Konkurrenz. Der Oliver, unser Chef, ist mein E-Bike-Kraft, die Laura und der Max Kuhn als Profis. Und dann ja, bin ich Vierter geworden, Blech. Hat die Vielfalt wieder angezeigt. Also jeder kann ihn auffahren. Genau. Das ist schon mal das Gute. Nein, nein. Wir waren beim Buch, beim Ernst Lorenzi. 40 Auflagen heißt auch unendlich viele Geschichten, die quasi abgedruckt und geschrieben werden. Okay. Ja, das ist so. Das ist so. Da sind ein paar lustige und spannende Geschichten drin, was sich so ergeben hat in die Jahre. Also es ist lesenswert. Und die Heike ist ja seit an Söldnisch ist die Heike dabei, muss man auch sagen. Also, ja, genau. Die kennt okay. Ihn eigentlich in- und auswendig. Seit wie vielen Jahren bist du in der Organisation mit dabei? Seit 1994. Da schon, also ich habe im Kindergarten schon angefangen. Da hast du angefangen. Zuerst im Kuchen backen und anschließend dann in der Organisation, oder? Ungefähr so. Ja. Nein, seit 94 war das erste Mal in Sölden, hat das erste Mal in Sölden stattgefunden. Und von da an habe ich eben so ein bisschen immer mitgearbeitet, auch schon eben speziell in dem Teilnehmermanagement. Und so hat sich das dann gesteigert. Und, ja, aber der Ernst hat eigentlich auch bis Innsbruck geschleift, die und die Natalie, oder? Ganz, ganz früher, wie der Ötztaler Radmarathon noch in Innsbruck gestartet ist, da war ich noch in der Schule. Und da hat uns der Ernst Lorenzi, also seine Tochter, ist mit mir in die Schule gegangen. Da haben wir gemessen nach Innsbruck fahren mit ihm und Tafeln aufheben. Na, brutal. Und mittlerweile, seit der Zeit, hat man unglaublich viele Tafeln aufgehängt. Und auch immer verschiedene Motive und alles. Das gibt es in dem Buch? Gibt es in dem Buch. Ja, wir wollen natürlich auch Ernst Lorenzi hier noch seinen Sendeplatz geben. Einen kurzen Einspieler von diesem Abend, wo dieses Buch auch präsentiert wurde, haben wir vorbereitet. Der Anlass war natürlich, dass ich gesagt habe, okay, zum 40. müssen wir ein Buch herausbringen. Kernstück ist natürlich im Buch, das sind die Jahresgeschichten von 2004 bis inklusive 2019. Das sind alle Eindrücke, die die Leute zum Besten gegeben haben. Lorenzi. So, jetzt kommt's gleich. Ah, da sehen wir es noch. Lorenzi@suelden.de. Ja, vom Feinsten. Ein neuer Traum beginnt. Ja, cooles Buch. Wie auch alles, was er eigentlich macht. Er hat ja viele Projekte, die er umgesetzt hat. Fotograf ist ein Wahnsinniger. Ja, den habe ich auch mal erlebt. Da war er auch OK-Chef. Dann ist er mit dem Letzten hereingekommen, Regenmantel. Das Einzige, was nicht nass war, war die Kamera, aber sonst war bei ihm so ziemlich alles durchnässt. Ja, vor Kamera tut auch viel Ernst. Nein, generell ist ja teures Equipment. Aber er ist ja vom Hannibal angefangen über die Papierflug-Weltmeisterschaft, Ötztal-Klassik und Friedel mit der leeren Tasche. Friedel mit der leeren Tasche. Ja. Also. Und ich glaube, da sind noch einige Projekte in der Schublade, die der Ernst sicher noch mit da oder da, ob Piktokrieg. Und der Ernst ist schon ein Macher, auf alle Fälle, ja. Ja, fassen wir noch einmal kurz zusammen. Vielleicht dort das Projekt Ruby, das jetzt schon im Gange ist. Und dann im März, da gibt es einen großen Wettkampf. Genau. Also momentan läuft die Challenge, wie schon gesagt. Bis 28. Februar kann man die Pässe fahren und sich gegenseitig matchen. Man muss nicht an einem Tag fahren. Man kann unterschiedlich. Es geht darum, alle 4 Pässe zu absolvieren. Unter allen Teilnehmern werden lässige Preise verlost, unter anderem ein Startplatz für den Ötztaler 2022. Heuer sind wir ja schon voll, weil wir die vom letzten Jahr übernommen haben. Und am 6. März dann das Rennen. Da findet das Rennen statt. Momentan die Radsaison beginnt eigentlich jetzt. Mürzel ist auch schön Wetter, also man kann Rad fahren. Schön Wetter ist aber ein bisschen, heuer war Gott sei Dank viel Schnee. Also zum Skifahren wäre es angerichtet, zum Radfahren ist der Schnee ein bisschen hinderlich, aber ja. Es gibt schon die Ersten, die das Radl ins Auto schmeißen und Richtung Inntal starten. Aber bei uns drin ist es ja fast ein bisschen früh noch. Aber ja, zieh Charme mit den Hufen, würde ich sagen. Das ist cool.
Radfahren ist was Besonderes, egal ob man es im Rennen tut oder nicht. Die Sophie Hochhauser, die ist auch was Besonderes. Hat uns ja schon begleitet bei der Österreich-Rundfahrt und auch bei Österreich dreht am Rad. Sophie dreht am Rad. Und wir möchten in unseren Sendungen auch immer wieder Platz machen für die österreichischen Radteams. Die bereiten sich gerade vor. Es geht jetzt schon langsam dann nach Kroatien. Dort sollen Rennen stattfinden. Aber Sophie Hochhauser hat sich jetzt das Team Felbermeier ausgesucht, um ein bisschen nachzufragen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sophie dreht am Rad. Tja, was soll ich sagen? Ich bin bereit für die neue Saison 2021 und so sind es auch die Teams, wie zum Beispiel das Team Felbermeier-Simplon-Wels. Denn die waren gerade eine Woche in Kroatien auf Trainingslager. Ricky, wie war es denn? Erstens einmal das Trainingslager war einmal eine nette Abwechslung. Wir wollten es eigentlich schon viel früher machen, damit die ganzen Lockdowns und so weiter haben wir es ein wenig zurückverschieben müssen. Und es war eigentlich super. Das erste Mal war gleichzeitig auch ein Teamtreffen. Bisher war in Wels immer Matthias Kritzek der Teamkapitän. Der hat mit der vergangenen Saison seine Karriere beendet. Nun ist die Rolle des Teamkapitäns frei. Und Ricky, ich glaube, sie fällt nun auf dich. Ja, mehr oder weniger schon. Ich habe jetzt schon beim Trainingslager auch gemerkt, dass die Jungen vorher eher auf mich zugekommen sind. Also wie gesagt, das war eigentlich, der Matthias war eigentlich damals wirklich der reine, sag jetzt mal, Kapitän, der was das quasi alles organisatorisch rundherum gemacht hat. Das wird mich ein bisschen mehr betreffen, weil die letzten Jahre war ich mehr oder weniger, ich würde sagen, Co-Captain, aber ich würde mich eher aufs Rennen konzentrieren und nicht auf das rundherum. Die Rollenverteilung wäre somit klar. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, auf welche Rennen man sich denn dieses Jahr konzentriert und worauf der Fokus gelegt wird. Das ist speziell im Frühjahr, glaube ich, für Rennen, wir waren nicht sicher oder sehr unsicher zum Planen. Also wir haben wirklich erst, sage ich mal, ab Mai, Juni, wo wir wirklich rechnen, dass wir jetzt wirklich fix planen können. Davor ist halt alles ein bisschen Ungewissheit. Für unser Sponsor ist eigentlich die Saisoneröffnung in Österreich sehr, sehr wichtig, in Leonding. Wir werden in Kroatien anfangen mit Istrien Spring Trophy und so weiter. Und ja, im April scheint mal wieder ein bisschen Luft zu sein. Aber ich denke mal, ab Mai und speziell im Herbst draußen wird fast ein zu stressiges Programm werden. Und ich glaube, da muss man wirklich den Fokus drauf legen, dass man wirklich in der zweiten Saisonhälfte, glaube ich, da fit ist und speziell mental fit man ist. Einer der neuen Charaktere ist unter anderem Marco Friedrich. Er ist vom Tirol Cycling Team gekommen und für ihn war diese Woche in Kroatien das erste Aufeinandertreffen mit den restlichen Teamkollegen und auch mit den Betreuern. Das war echt richtig wichtig, war allerhöchste Zeit, sage ich mal, dass wir die ganzen Betreuer, Fahrer, Mechaniker, sportliche Leiter alle mal zusammenkommen und uns besser kennenlernen. Und ja, gemeinsam Kilometer runterspulen. Es ist ein richtig professionelles Umfeld, was mir persönlich auch sehr wichtig ist. Aber es ist auch eine richtig lockere Stimmung. Ich habe das Gefühl gehabt, dass jeder mit jedem richtig gut auskommt. Und ja, fühlt sich sehr, sehr gut an. In diesem Sinne, alles Gute für die bevorstehende Saison und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss! Sophie dreht am Rad für uns. Nächste Woche wird sie sich unter anderem melden mit Anna Badegruber. Die hat bereits am Wochenende ihren ersten Renneinsatz und da wird sie sich mit ihr ein bisschen ausführlicher unterhalten. Ja, Dominik, eigentlich schade, jetzt ist die Sendezeit schon wieder zu Ende. Ja, werden wir schon wieder eine machen, oder? Logo. Aber jetzt machen wir als erstes Rennen im März. Rennen im März? Mhm. Und dann ja, schauen wir, bis wann wir ein bisschen Rahmenbedingungen bekommen. Dann können wir mal mit den Planungen konkreter werden. Und ja, hoffen, wir können nur hoffen, was in die Richtung, alles, was sich in die Richtung positiv entwickelt. Mal wichtig ist, dass der Breitensport generell in Schwung kommt. Vom Kind hoch bis zum Erwachsenen, der halt Rennen fahren möchte. Aber hoffen wir, dass es bald wieder normal wird, ja. Ja, und über die Social-Media-Kanäle oder die Webseite gibt es bei laufend Informationen. Da gibt es keinen Stillstand, sondern man kann alle Informationen holen. Genau, genau. So wie wir irgendwelche Informationen
von unseren Behörden bekommen, damit wir wissen, in welche Richtung es gehen wird. Wir halten unsere Teilnehmer natürlich auf den Laufenden, damit auch die eine Planungssicherheit haben. Aber wie gesagt, momentan stehen wir, sind wir alle gleich weit. Die Pandemie hat uns alle im Würgegriff. Hoffen wir, dass es besser wird. Mehr kann man nicht mehr sagen. Nein. Danke, Eike. Danke. Danke, Dominik. Danke, Martin. Bis bald, können wir sagen. Ja, also wir freuen uns immer wieder, dass wir trotz allem, dass keine Veranstaltungen stattfinden, derzeit am Rad bleiben quasi und immer wieder über die tollen Radsportveranstaltungen berichten können. Wir wünschen allen eine schöne Zeit und wir sehen uns. Er ist einer der härtesten Amateurmarathons der Welt. Für viele ein Traum, ein Mythos, ein Muss. Der Ötztaler Radmarathon. Es ist einfach das Größte, was man als Radlfahrer machen kann. Seit 39 Jahren zieht er die Radfahrgemeinschaft in seinen Bann und lädt einmal jährlich, 1996 sogar zweimal, Hobbysportler dazu ein, sich feierlich über 4 Alpenpässe zu quälen. 2020 wäre der Ötztaler in die 40. Runde gegangen. Ein guter Anlass, sich die Zeit zu nehmen, um in vergangene Jahre zurückzublicken und zu versuchen, dem Mythos Ötztaler Radmarathon auf den Grund zu gehen. Die Radsportler überwinden an einem Tag 238 Kilometer und 5500 Höhenmeter. Was man bei diesen Zahlen gerne vergisst, der Ötztaler Radmarathon ist ein Amateurrennen. Wie jedoch ein Profi die Strecke einschätzt, erfahren wir vom dreifachen Straßenweltmeister Peter Sagan. 5500 Höhenmeter sind sehr viel, sogar für uns, für Radprofis. Die Wetterbedingungen sind abwechslungsreich. 35, 40 Grad im Süden und auf den Bergen hat es eventuell 0 Grad. Das ist etwas sehr Besonderes. Wir können in 0 Grad vom Kalt der Mountain finishen. Das ist etwas. Pretty special, huh? Temperaturschwankungen von über 30 Grad Celsius sind beim Ötztaler keine Seltenheit. Wie das Wetter jedoch am Tag X wirklich aussieht, ist jedes Jahr aufs Neue eine Überraschung. Von unerträglicher Hitze bis zu eisiger Kälte ist Ende August alles möglich. Es ist natürlich ein vollkommen absurdes Theater, was die meisten treiben.
und auch aus der Perspektive des Daheimgebliebenen am Sessel, der sich fragt, was machen die da eigentlich, warum tun sie sich das an? In Wirklichkeit tun die sich gar nichts an. In Wirklichkeit sind das vollkommen glückliche Menschen, die im Augenblick nur etwas verschwitzt und schnaufend aussehen. Und die eines ganz genau wissen, dass mit der Qual die Lust wächst und man eine große Freude nur erreichen wird, wenn man sich vorher es hat schwer und sauer werden lassen. Und auch das macht den Ötztaler aus. Das Leiden. Der Kampf gegen den Berg, den jeder für sich selbst austragen muss. Das schafft man noch. Und wenn ich auf allen Vieren hier hochkrabbeln muss. Am Ende des absurden Theaters steht man wieder am Ausgangspunkt der ganzen Veranstaltung und es ist quasi gar nichts passiert, nicht? Außer es ist Energie verraucht. Aber doch ist derjenige, der ankommt, ein anderer als der, der gestartet ist. Er hat was gelernt über sich. Er hat es geschafft. Er hat sich selbst überwunden. Das ist das, was der normale Fahrer tut, der Nicht-Profi. Und der am Ziel ist ein glücklicherer Mensch als der am Start. Hallo zusammen und guten Morgen hier aus dem wunderschönen Sölden. Ich bin ja heute nicht allein unterwegs, sondern ich habe den Matthias Brändle noch mitgebracht. Ich glaube, es wird heute die längste Trainingsfahrt in diesem Jahr für mich. 5.500 Höhenmeter und 238 Kilometer. Und ich freue mich wirklich. Ich bin noch nie in Jaufenpass gefahren, ich bin noch nie in Stimmelsjoch gefahren. Und von dem her wird es sicher ein harter Tag, aber ich freue mich. Wir lassen uns das nicht nehmen, wir genießen es heute, wir machen unseren Spaß und los geht's. Super, es fühlt sich
für mich auch schön an, wieder hier zu sein. Es kommen ganz viele Emotionen hoch. Wirklich super schön da, wenn die Sonne aufgeht, wenn so der Schattensonne so ein bisschen der Wechsel ist. Wenn man da zwischen den Kühen durchfährt, also Natur pur. Mittlerweile sind wir am wunderschönen Brennerpass. Jetzt haben wir ein bisschen Gas gegeben. Ich glaube, dafür werden wir nachher noch einen bitteren Preis zahlen. Jetzt sind wir ungefähr Halbzeit. Jetzt geht es weiter, schöne Abfahrt runter nach Sterzing und dann auf den Jaufenpass. Es ist jetzt ein bisschen neblig geworden. Jetzt wäre ein Glühweinle fein. Das Wetter ist jetzt nicht mehr ganz so schön. Jetzt kommen wir halt schon geduscht ins Hotel, das passt auch. Tu die Hand weg. Coach schimpft immer, weißt du, Coach versteht nicht, ich bin Zeitfahrer, da geht es nur eine Stunde. Da muss ich noch 6 Stunden immer da den Berg hochfahren. Man muss auch sagen, es ist immer so, ist auch wirklich steil. Wenn wir ehrlich sind, da kommt schon so eine oder andere Trende oder mal eine Gänsehaut hoch. Das ist, die Strecke ist so mit Emotionen behaftet, das kannst du nicht ausschalten und das ist super schön. Matthias ist jetzt in seinem Element, er gibt jetzt echt Vollgas. Ich bin jetzt wirklich schon kaputt, muss ich zugeben. Hat er gleich das Thema so, das ist echt das, was den Ötztaler speziell macht. Bei so einem epischen Wetter, das macht das Ganze noch viel geiler, viel wertiger, weil bei Sonnenschein kann das ja jeder. Jetzt haben wir uns entschieden, weil er ja sieht, dass ein strahlender Sonnenschein ist und Regen und jetzt auch schon ein bisschen Hagel, dass wir jetzt doch im Bus einsteigen. Auch ich schäme mich da nicht, dass ich da jetzt gern einsteige, wenn es fein warm ist. Wunderschönen Nachmittag zum vorletzten Tag von Österreich Tritt am Rad. Wir sind fast auf 3000 und da ist der Lift auch sehr dünn. Also da muss man mit der Energie schon ein bisschen umgehen. Auch wenn es hart ist, aber wenigstens einen schönen Ausblick haben oder einen Anblick. War lässig halt. Von Innsbruck startet, dann da Wetzlarer Straße habe ich mich hochgekämpft, aber man, ich habe ja keinen Zeitdruck gehabt. Aber war ein super Event und im Wetter mal Glück gehabt, das war eigentlich super.